In wenigen Tagen beginnt die Synodalversammlung des Synodalen Weges, die vierte Synodalversammlung. Die Synodalversammlung ist sowas wie die Vollversammlung des Synodalen Weges. Das heißt, da treffen sich alle Synodalen und besprechen die Texte, die Dokumente, die zuvor in den Foren erarbeitet worden sind. Über diese Texte wird debattiert und schließlich auch abgestimmt. Es gibt zwei Arten von Texten. Es gibt Texte, die werden zur ersten Lesung präsentiert, das heißt, die haben einen noch stärker vorläufigen Charakter. Ja, und wenn diese Texte eine Zustimmung finden, dann werden sie in der nächsten Synodalversammlung zur zweiten Lesung präsentiert und in der zweiten Lesung werden sie abschließend debattiert und eben abgestimmt. Ja, in dieser Synodalversammlung gibt es von beiden Arten von Texten Vorlagen, also erste Lesung und zweite Lesung. Ja, und in beiden gibt es Texte, die äußerst polemisch sind und wirklich explosiv sind. Eine ganze Reihe von diesen Texten habe ich hier schon besprochen, schon mehrmals. Ich verlinke zu diesen Besprechungen, zu diesen Analysen, weil ich hier nur einen Überblick machen möchte. Möglicherweise werde ich auch im Laufe der Woche, also noch vor der Synodalversammlung und vielleicht noch während der Synodalversammlung, werde ich dann Videos machen, wo ich etwas tiefer auf einzelne konkrete Texte eingehe. Aber wie gesagt, hier geht es rein um einen Überblick, damit Sie eigentlich so ein bisschen wissen, was da passieren wird, weil inzwischen gibt es wirklich sehr viele Stimmen, ja, zu dieser Synodalversammlung, die ja eigentlich sehr wichtig ist und in einem sehr, ja, besonderen Klima stattfindet, weil natürlich in den letzten Monaten gab es wirklich sehr viel Kritik am Synodalen Weg, auch hier in diesem Kanal logischerweise, und es entscheidet sich ja, hier geht es wirklich um die Wurst, wenn man so will, weil es sind wirklich Texte, die wirklich schlimm sind, ja, also die wirklich fürchterlich schismatisch und heretisch sind. Wie gesagt, ich werde nur die wichtigsten Punkte, ja, ich halte mich an Protokoll des Synodalen Weges. Sie können da eigentlich alle Punkte lesen, die es dann geben wird. Wie gesagt, das fängt am Donnerstag, den 8. September an. Und dann kommt es gleich zur zweiten Lesung, ja, also zur abschließenden Lesung des Grundtextes Leben in gelingenden Beziehungen, Grundlinien einer erneuerten Sexualmoral, Sexualethik, Entschuldigung. Und das ist, dieser Text ist extrem wichtig, weil im Grunde stellt das eigentlich, präsentiert eine neue Sexualethik und nicht nur das, es kritisiert massiv die geltende Sexualmoral, die wir so kennen und die auch im Katechismus widersteht. Hier geht es um die alternativen Partnerschaftsformen, es geht also, die anerkannt werden soll, es geht dann um eine völlig neue Sexualmoral, die sich ganz klar gegen die Sexualmoral der katholischen Kirche richtet. Es ist wirklich ein schlimmer Text. Wenn dieser Text durchkommt, ja, dann haben wir wirklich Probleme. Ja, da muss irgendwann mal die Glaubenskongregation oder ein Konzil sagen, pass mal auf, wie konnte es überhaupt dazu kommen, dass so ein Text kommt. Wie gesagt, ich verlinke zu diesem Text, ja, zum Kommentar zu diesem Text. Es ist ein sehr wichtiger Text. Ja, da gibt es natürlich eine ganze Reihe von Lesungen und das sind diese ganzen Themen, die man eigentlich ungefähr schon kennt. Frauenpriestertum, Funktion von Frauen in der Kirche etc. Das kennen Sie wahrscheinlich, weil das auch zum Teil in den Medien ja wirklich immer wieder hervorgebracht wurde. Und da ist auch nicht sehr viel Neues von dem, was ich gesehen habe. Deshalb habe ich diese Texte auch in den letzten Wochen und Monaten auch weniger behandelt. Da ist nicht sehr viel Neues. Aber wenn was ist, dann werde ich das auch besprechen hier in diesem Kanal. Sicherlich die ganzen anderen katholischen YouTuber werden sich auch laufend äußern zu dieser Synodalversammlung, weil die wirklich sehr wichtig ist. Und die hat auch eine sehr hohe Aufmerksamkeit auch auf der Ebene der Weltkirche. Am Freitag gibt es auch wieder einen sehr explosiven Text, der Handlungstext Lehramtliche Neubewertung von Homosexualität. De facto ist es eine Fortsetzung, es ist eine praktische Anwendung des Grundtextes Leben in gelingenden Beziehungen und hier soll tatsächlich die ganze Homosexualität raus aus dem Katechismus. Es ist also eine sehr deutliche und sehr drastische Maßnahme, aber de facto wird im Grunde genommen eine völlig neue moral-theologische Bewertung eigentlich der Homosexualität und de facto von sexuellen Praktiken außerhalb der Ehe auch. Ja? Und also das ist auch ein sehr wichtiger Text, weil dieser Text wird sicherlich, wenn er durchkommt, ja, wird er wirklich großen
große Entrüstung produzieren auf der Ebene der Weltkirche. Und viele Leute werden den Kopf schütteln und sagen, was ist hier bei euch Deutschen los? Am Nachmittag gibt es auch ein, wie gesagt, ich beschreibe nicht alle Texte, alle Sachen, die da besprochen werden, sondern wirklich nur die wichtigsten aus meiner Meinung nach. Wie gesagt, ich werde ja wegen der Synodalversammlung auch berichten und dann auch auf die anderen Sachen eingehen, aber ich will hier nur einen Überblick geben. Ja, am Nachmittag geht es um den Handlungstext Synodalität nachhaltig stärken. Ein Synodaler Rat für die katholische Kirche in Deutschland. Und dieser Synodaler Rat soll ja eigentlich den synodalen Weg verewigen. Und es ist so eine Art Aufsichtsrat über die katholische Kirche und soll sicherstellen, garantieren, dass der synodale Weg praktisch verstetigt wird im Leben der katholischen Kirche in Deutschland. Also es ist wirklich eine absolute Katastrophe. Die Vorsitzenden dieses Synodalrates sollen der Vorsitzende der Bischofskonferenz, zurzeit ist das Dr. Georg Betzing, Bischof von Limburg, und dann der Präsident oder die Präsidentin des Zentralkomitees der deutschen Katholiken. Also überlegen Sie gerade eine solche Person, die so kontrovers ist, ja, aufgrund ihrer ganzen Aussagen zum Thema Lebensrecht vor kurzem. Also sie würde praktisch bestimmen, was in der katholischen Kirche in Zukunft passiert. Also das Ganze ist wirklich haarsträubend. Also dieser synodale Rat wäre die absolute Katastrophe für die katholische Kirche in Deutschland. Am Samstag extrem polemische Texte, extrem explosive Texte, auch Texte, die ich hier auch schon besprochen habe, und zwar der Handlungstext Umgang mit geschlechtlicher Vielfalt. Da geht es im Grunde um die Einführung von Gender in die katholische Kirche. Also wenn der erste Text, den ich genannt habe, Grundtext Leben in gelingenden Beziehungen, das ist im Grunde um die Einführung der sexuellen Revolution in die katholische Kirche. Hier geht es im Grunde genommen um die Einführung der Gender-Ideologie in die katholische Kirche. Also die Gender-Ideologie würde praktisch quasi in den Vorstellungen von diesem Text eigentlich Teil des Magisteriums werden. Also das Ganze ist wirklich unglaublich. Und auch die Sprache, denn es gibt einen Leitfaden für geschlechtersensible Sprache in Beschlüssen des synodalen Weges, das heißt der Gendersprache. Dann um 13 Uhr auch ein extrem wichtiger Text, ja, Enttabuisierung und Normalisierung, Voten zur Situation nicht-heterosexueller Priester. Ich habe diesen Text ausführlich besprochen, weil dieser Text, ja, im Grunde genommen führt zu einer innerkirchlichen Verfolgung. Wer im Grunde genommen zur katholischen Sexualmoral steht, so wie wir sie kennen, kann entsprechend dieses Textes im Grunde genommen verfolgt werden. Der wird angeklagt, Diskriminierung, er ist eine diskriminierende Person und kann aus allen wichtigen Positionen entfernt werden. Das ist die ausdrückliche Empfehlung dieses Textes. Also das ist wirklich, also wenn das hier die Priester im Synodalrat und vor allen Dingen die Bischöfe akzeptieren, ja, diesen Text, also da kann man wirklich nur noch den Kopf schütteln und da muss man wirklich das Schlimmste für die katholische Kirche in Deutschland befürchten, denn dann wird ganz klar, die Konservativen oder Leute, die noch zum Glauben, also zum Lehramt halten, so wie das Lehramt immer gewesen ist, die müssen wirklich eine Verfolgung befürchten. Ja, das sind die wichtigsten Punkte, wie gesagt. Ich werde in den nächsten Tagen, je nachdem wie die Debatten sind in der Öffentlichkeit, werde ich natürlich ständig berichten. Während des Synodalversammlung werde ich auch Videos machen und auch möglicherweise Kurzkommentare in Form von Shorts. Ja, kann man sehr schnell hochladen. Da kann man in einer Minute irgendwie ganz schnell ein Statement machen, wenn das notwendig ist. Und damit kann man wirklich eine sehr hohe Aktualität schaffen. Also schauen Sie auch in meinem Kanal, ja, nach den Shorts. Ja, die sind natürlich dann auch in der Liste der Videos. Und dann sind Sie wirklich auch ständig informiert. Wie gesagt, für mich ist es ein sehr wichtiges Thema. Ich habe hohe Befürchtungen, dass diese Synodalversammlung wirklich eine Katastrophe wird. Ja, der synodale Weg ist auf Krawall gebürstet. Ja, sie wollen tatsächlich richtig schlimme Sachen durchsetzen. Und deshalb werde ich natürlich eine sehr hohe Aufmerksamkeit und ich werde mich wirklich widmen. Also bleiben Sie dran. Es ist wichtig, dass wir ein Bekenntnis ablegen für die katholische Kirche in Deutschland. Beten Sie, ja, dass der Glaube in Deutschland bewahrt bleibt. Vielen Dank.